Er sagt, ich bin zu stumpf mit dem Honigbullen und baut eine Mauer. Max, du kotzt mich so an, Alter. Jedes einzelne Haus ist anstrengender als jeder dumme Honigbullen hier, Max. Irgendwann, Max, ich mach deinen Honigbullen kaputt. Ich sag's dir, wie es ist. Psych! Pass auf. Ja. Du hast ja im Diss-Track so sehr delivered, Romatra. Alle haben das gefeiert. Ja. Ich bin dein Tod, so wie 3 Minuten Sport. Was wäre, Romatra, ich habe ja die ganzen Leute um mich da herum, die ja auch dabei gewesen sind und so, ne? Ja. Romatra, was wäre, wenn wir aus dir jetzt einfach für 2020 das Projekt machen, wir machen dich zum Rapper? 2021, ne? Ja. 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 Würde ich fühlen, Romatra. Du bist der erste Rapper, der wirklich null Drip hat und null Swag und alles null. Ich kenn keinen so einzigartigen Typen wie dich, der Rap, weißt du? Ja, das stimmt, ne? Ich hab Bock. Alter. Was sagst du? Rap-Matra? Rap-Matra? Ja, nee, Romatra, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Ja, pass auf, Romatra. Im Studio treffen und dann wenn scheiß willst, Songs produzieren. Romatra, pass auf, sollen wir dich einfach zum Star machen, komm. Kannst du einfach so machen, du kannst sagen, okay, ich mache jetzt hier Romatra. Ja, komm, Star. Machen wir. Lil Romatra, Lil Ruru, finde ich auch nice. Lil Ruru, finde ich auch geil. Lil Ruth würde ich noch besser finden, so nenne ich ihn immer. Alter, ja! Lil Ruth, Digga! Also, ich habe jetzt hier von außen, guck mal. Ich finde die Kurve, wenn man jetzt von außen so guckt hier, finde ich, die ist ganz gut geworden eigentlich. Das passt. Das gliedert sich so perfekt ein vom Design her. Jetzt nur die Frage, wie wir halt hier unten weitermachen, ne? Also, wie wir das halt mit der blauen Mauer quasi da verbinden. Weil ich würde fast schon sagen, es wäre sinniger, wenn man jetzt hier, guck mal, den Part hier wegmacht, ne? Also hier das, ab hier quasi. Warte, ich baue einfach mal. Darf ich mal machen? Ja, yeah, hau weg. Quasi ab das hier weg so und dann halt die Mauer bis zum Ende noch zieht, weißt du? Dass sie dann so übergehen ineinander? Ja, richtig, genau. Ne, dass wir quasi halt dann hier den Turm quasi dann als Übergang machen, ne? Ja. Magst du mir mal kurz beim Abbauen helfen? Dann haben wir das schon mal gone. Die Frage ist jetzt halt nur, wie ich beide Mauerteile miteinander verknüpfe am besten. Aber die wolltest du jetzt in die Richtung hier weiterziehen, oder? Die ziehe ich jetzt bis da drüben, genau. Die ziehe ich jetzt bis quasi, also die würde ich jetzt halt bis, ja, sagen wir mal, roundabout. Also von mir aus könntest du jetzt hier auch schon einen Turm bauen, mir ist es egal, ne? Steck mir mal einen Turm ab, wenn du kannst. Am besten was Rundes, ne? Ach, den willst du hier überhängen lassen, über die Ecke oder wie? Ja, wäre das ein Ding? Oder sollen wir den weiter nach innen bauen? Ich würde den ein bisschen weiter nach innen bauen, war so. Ja, hier sowas halt. 1, 2. Also ist jetzt nur mal so eine Idee, ne? Nicht, dass du jetzt hier wieder hin und her abreißen musst, aber das so als Grundform irgendwie so an die Ecke gesetzt hier, den Turm, weißt du? Eben, könnte man. Gut. Dann muss er nicht überhängen. Dann könnte man, aber ich könnte ihn ja sogar noch hier. Ja, warum nicht, oder? Und dann ist der einfach Übergangsstück zwischen der großen Mauer und der weißen. Richtig. Und Revi, ich habe noch was für dich. Und zwar habe ich mich nochmal hingesetzt und habe was gebaut, was eigentlich nicht mehr funktioniert hat in Minecraft. Aber schau mal, das könnte der Top-Teil deines Turms sein, wenn du diese Größe wählst, passt da eine Technik rein. Und die macht folgendes. Man kann auf den Knopf drücken und dann 3, 2, 1. Yo. Das ist sehr wild. Da habe ich mal gerade ein bisschen rumgeforscht, wie man sowas bauen könnte. Also erstmal so eine kleine Version ohne Lava, aber... Ah ne, das war ein Prototyp, der nicht funktioniert hat. Der hier hat What funktioniert. What the f***? Ist das sick? Die brennen ja auch alle. Genau, die brennen auch. Das ist ganz cool. Das ist schon nice. Hä, wie geil. Geil. 7 mal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 mal 7 ist die Technik groß. Das passt sogar in den oberen rein. Also es würde ganz oben drauf passen. Auf die kleinen Türme, ne? Einziger Nachteil ist halt, wir brauchen TNT und wir brauchen Pfeile. Wir haben eine Skelettfarm ohne TNT-Farm, wa? Ja. Wie krass. Pfeile kann man hier nachpacken oder Trichter dran machen oder so. Aber ich glaube, das ist ganz fein. Ich würde das mal einfach bauen in Craft Attack, dann haben wir es einmal da, ne? Lass uns das echt mal oben in den Turm reinmachen. Finde ich geil. Finde ich ultra geil. Ich bin bereit, Joe Crafter. Ready für den ersten Test? Let's go. Lass feuern, die Knack. Also entweder das Ding funktioniert oder das Ding explodiert. Ja, lass feuern. Meine Damen und Herren, 3, 2, 1, go. Oh je. Yeah. Bitte, wenn der Turm in die Luft fliegt, wäre so schlecht. Aber close. Jetzt sag nicht, dass sie das wieder auf dem Server deaktiviert haben. Was denn? Nein. Was denn? Das hatten wir letztens an Craft Attack. Da gab es einen Fehler, dass TNT die nicht boostet. Achtung, nächster Versuch. Also die Maschine funktioniert soweit, aber guckt euch die Pfeile an. Die fliegen nicht nach vorne. Ja. Und in der Singleplayer-Welt tun sie es. Also das liegt am Server, 100 Pro. Da kann ich nichts machen. Schade, Joecraft. Okay. Hä, was passiert hier? Maschine kaputt? Ich weiß nicht, immer wenn ich hier herumrenne, kriege ich plötzlich... Ach, hier ist ein Pfeil in der Mauer. Der hat mich irgendwie hier getroffen, dieser Pfeil, interessanterweise. Hä? Nee, irgendjemand schießt mich doch hier ab. Oh, wir haben Restart. Oh, Restart, let's go. Hat mich gerade jemand abgeschossen? Irgendjemand muss mich abgeschossen haben, das kann ich...
Oh Gott. Ich muss ihm das unter die Nase reiben, dass das nur wegen mir ist. Geil, dass es nur wegen uns ist. Geil. Weißt du, warum der Restart ist, Trimax? Nur weil wir eine Server-Einstellung geändert haben. Geil, damit unsere Maschine funktioniert. So geil, oder? Was für eine Maschine? Was hat die für eine Maschine? Ist die illegal? Die ist sehr illegal. Das ist eine Leckmaschine. Die macht den Server kaputt, wenn man die anmacht. Coole Idee, oder, Spark? Pfeilphysik, dass TNT Pfeile schießen kann. Mal, Spark, jetzt spoiler doch nicht. Wir müssen Max gleich überraschen, Alter. Okay, die Funktion ist jetzt auf True. Moment, ich würde sagen, Carsten, jetzt habe ich es gesehen. Wie bitte? Hör auf ihn zu schießen, Junge, lach mal. Bitte wirklich nicht, okay, ich habe nicht mehr viele Karotten. Danke. Okay. Also, diese Funktion ist auf True. Lass gucken, was passiert. Nein. Arsch. Drauf, Digga. Hey, yo, hey. Hey, hey, hey. Hey, Max. Ich muss jetzt spielen gehen. Ja, Romatra, lass jetzt. Ich rede mit Trimax. Mach das. Wiedersehen. Tschüss. Trimax, Alter. Alles Gute zur Fertigstellung deines Honiggolems. Hey. Danke, Mann. Krass geil, Mann. Wirklich. Hey, fettes Ding, Mann. Wirklich. Sowas gab's noch nie in Craft Attack. Das gab's echt noch nie. Apropos, sowas gab's noch nie in Craft Attack. Was es in jedem Craft Attack gibt, mehrfach sogar, sind Schlösser. Möchtest du mir Po-Worts zeigen? Es heißt Pogwarts und nicht. Boah, ist das wack, Max. Po-Worts? Hast du gerade Po-Worts genannt? Alter, wie peinlich bist du denn? Zeig mal. Digga, du hast hier einen riesigen Golem aus Sticky Gugu gebaut. Soll ich dich hinfliegen, Max? Nein, wir müssen, wenn, dann müssen wir alle jetzt rüber auf den Craftex-Server, damit Joecraft sein unglaublich geiles Tor zeigen kann und wir eine proper Stadttour geben können, okay? Ja, okay. Max, kannst du rüber auf den Craftex-Discord? Nein, ich wechsle nicht, ich bin Trimax, ich bin Partner mit Discord. Nein, du willst jetzt hier nur schnell zeigen. Alter, du musst... Es ist 21 Uhr, zeig jetzt oder nächste Folge. Jetzt nein, oder jetzt, nicht. Jetzt, aber du musst kurz mit rüberkommen, weil Joe will... Nee, das geht nicht, ich hab keinen. Ich hab hat Joe hier Permissions? Ja, hat er. Spark, flieg ihn vors große Tor, ja? Ja, ich flieg ihn vors große Tor. Der wird Auge machen, Alter. Der wird Auge machen, ja? Okay, ich flieg ihn vors große Tor. Trimax, stell dich mal hier hin, okay? Siehst du das hier? Denkst du, ja. Oh, wie kommt man denn jetzt da rein? Joecraft in the action. Ravy, du warst gerade die ganze Zeit abgehackt. Joecraft in the action. Okay, Achtung, fertig, go. Guck dahin. Hä? Wie soll man denn da reinkommen? Oh, ist das eine ultra komplizierte Maschine, die viel krasser ist als ein dämlicher Golem? Ich habe keine FPS mehr. Ich muss ja ganz kurz mein Game neu starten. Ach, Digga, komm, du kannst dich jetzt hier ganz frei wieder bewegen. So, dann muss man jetzt hier, das wird gleich noch alles schön gebaut hier. Und dann ist man drin. Oh, warte mal, jetzt kommen aber alle Angreifer. Ganz schwer rein. Jetzt kommen alle Angreifer rein. Oh, warte, ich mach das Tor kurz zu. Sieht das von beiden Seiten geil aus? Hast du ein PC vielleicht? Krass, oder Max? Ich muss gerade meine Video-Settings runtermachen. Hä, bist du dumm? Das ist nur einmalig. Du bist so ein Hater, Max. Wie du einfach nicht mal Respekt zollst für das, was Joe hier gebaut hast. Das ist wirklich dreist. Das ist ultra geil, das Tor. Okay. Es ist auch aus Schleim und Honig gebaut. Das ist nochmal nicer dadurch. Geil, oder Max? Guck mal, das ist doch insane, oder? Wirklich, sei mal ehrlich. Ist geil. So, komm mal mit hier. Mega nice. Hier ist mega die Stadt nice. Und dazu kann Spark. Aber was hast du denn jetzt gemacht, Revi? Hä? Die Mauer komplett gezogen beispielsweise. Eine Mauer! Er sagt, ich bin zu stumpf mit dem Honiggolem und baut eine Mauer. Die komplett... Wow, als nächstes ein Würfel. Spark, oh mein Gott, du bist so dumm, Trimax. Ich bring dich gleich um, weil du so dumm bist, wirklich. Ich habe... ein bisschen Essen, bitte. Ah, Digga, du bist ein richtiger Obdachloser. Lass es jetzt mal. Hä, wieso gibst du dem Fische? Wieso... Was bist du denn? Pesketarier? Pass auf, Max, guck mal. Das Ding ist, die Mauer ist ultra detailed. Der ganze Floorplan und sowas ist von mir entstanden. Die Einteilung, alles mit Spark zusammen gemacht und so. Komm mal mit hier. Spark, erzähl mal ein bisschen was über die Stadt hier. Jedes einzelne Haus ist anstrengender als jeder dumme Honiggolem hier, Max. Also ich habe zu den vier Detailen jedes Haus gesteckt. Das hier vorne ist nicht sehr geil. Jetzt Spark gemacht, ne? Also den Schmied habe ich hier gebaut, den Steinmetz habe ich hier gebaut, also auch mit Armor-Stands und allem. Und beim Schmied hast du auch extrem viel Detail, auch mit so richtigen Kleinigkeiten, wie so meine Spitzhacke, die so gegen den Kessel gelehnt ist, ne? Mhm. Extra auf dem Amboss, und der bietet dir vorne noch alles an und er freut sich, schreit auf dem Markt raus. Guck mal, der macht T-Pose, der Assertive also, Dominance. Oder auch hier so ein Schwert in so eine Halterung drin, die an der Wand hängt, ne? Das ist ultra geil, da sieht man auch direkt, dass das Spark war. Das war sehr, sehr nice. Digga, Marktstände haben wir Max, vorne. Max, du kotzt mich so an, Alter. Max, Alter, wirklich. Die Marktstände sind noch nicht fertig hier vorne ganz, aber geht halt so in die Richtung, alles sehr, sehr eng, alles sehr, sehr geknautscht. Und wenn wir jetzt mal nach hier hinten gehen, dann werden die Gassen noch richtig, so richtig, richtig, richtig ekelhaft eng. Siehst du mich hinten? Ja, ich sehe dich. Dann würde das einfach mal so rumgehen. Einfach langsam hier durch, einen kleinen Schießstand oder so in der Ecke, auch noch mit Köpfen. Also ich muss sagen, das Tor, ultra nice von der Technik. Die Stadt, die Häuser, ultra viele geile Details und sehr kreativ. Feier ich schon mal sehr. Du bist sogar auch hier drin vorne in der Taverne, ne? Oh, guck mal hier, Max, was ist das denn hier? Oh, ist das eine insane geile Außenmauer mit richtig geilen Details und allem drum und dran? Checkst du, wie groß das hier alles ist, Max? Guck mal bitte hier. Guck mal hier, die ganze Schlucht ist per Hand gefarmt. Die Mauer, alles selber gebaut hier. Das ist alles hier geterraformt. Checkst du das überhaupt, Max, wie groß das ist? Ich glaube, du verstehst gar nicht, wie riesig das ist hier alles. Wo habt ihr die Mauer? Was ist das für Material? Stein.
Stein, ja. Und Blackstone halt, ne? Ja, okay. Und hier vorne, guck mal, die komplette Mauer aus Quarz. Sehr teuer. Und wenn du hier mal guckst, das hier alles... Also ich muss wirklich sagen, riesen Respekt, was die anderen alles gemacht haben. Du bist so ein Täuschler. Ich schwöre, irgendwann, Max, ich mach deinen Honiggolem kaputt. Ich sag's dir, wie es ist. Ich mach ihn kaputt, dein Golem. Ich mach ihn kaputt. Wer hat diese Mauern hier gebaut mit dem Quarz? Castcrafter. Castcrafter. Ich finde auch extrem geil, muss ich sagen. Digga, du bist so ein schmieriger... Und die und diese, diese Mauer hier aus Stein, das war jetzt das von Revi, ja? Ja, und die Türme habe ich gebaut und die Straße und das Tor und alles. Also alles aus Stein ist, das hast du hier gebaut, die Mauer. Okay, also du hast dann so die Steine, also sozusagen einfach so Steine. Die anderen bauen was richtig Geiles und du ziehst ein paar Steine drumrum, ja? Sehe ich das richtig? Ja, man muss mal sagen, Revi hat das Projekt ja auch geplant und er hat sich überlegt, wo hier was hinkommt. Der checkt das nicht, Joe Crafter, der checkt das nicht. Ey, das Tor von Joe Crafter, das ist richtig, richtig geil. Max, jetzt komm mal zu mir hier runter, komm mal hier zu mir runter. Komm mal jetzt hier zu mir hin. Siehst du, wie riesig das hier ist? Hier kommen überall noch Türme hin und alles. Das ist alles geterraformt worden. Das Terraform war aufwendiger als jeder Farmbau von dir, verstehst du? Crocodile Andy hat hier auch... Ich habe mehr geterraformt. Ich habe mehr geterraformt für den Honig. Ja, Max, also wir sind leider nicht vor dir fertig geworden, aber ich sag mal so, wenn das hier alles fertig ist in 2-3 Wochen, vielleicht in 4. Wir müssen da alle was zusammen machen und dann wird's extrem geil. Weißt du, das exponentiert sich so gegenseitig. Und das ist schade, Max, dass du immer bei so großen Community-Sachen raus bist. Muss ich jetzt einfach mal sagen, Max. Ich lese regelmäßig deinen Community-Discord und alle beschweren sich immer, Max. Ich bin ja Moderator bei dir im Chat. Ich weiß es nicht. Ich denke mir gerade irgendwelche Sachen aus, damit du hier mitspielst. Einfach.